Wir sind übrigens schon weitergefahren. Wir fahren jetzt Richtung Pak Son. Das ist irgendwie nur 70 Kilometer von dem einen Ort entfernt. Und wir mussten da einfach weg. Es war zwar super schön an der Reisterrasse mit dem Ausblick. Schön. Das Essen war gut. Ja, aber irgendwie müssen wir ja auch mal weiter Klamotten waschen. Das Zeug dort hat ja nicht so gut geduftet. Deswegen fahren wir weiter. Aber wir werden aufgehalten von dem klassischen Regenpark. Und ich habe einen Ohrwurm. Olga sitzt die ganze Zeit hinten drauf. Egal wie doll es regnet, ich werde einfach nicht nass. Hi Leute, wie ihr sehen könnt, sind wir in unserem Hotelzimmer und wir haben die letzten Tage in Paxe verbracht. Wir haben nicht viel gemacht, sondern einfach nur lecker gegessen. Indisch im Übrigen, wir sind in Laos, aber wir essen gerne Indisch in Laos. Haben unter anderem ein cooles Video gedreht, das verlinken wir euch mal hier, da könnt ihr mal reinschauen. Oder da. Und heute geht es weiter Richtung Grenze und zwar zur vietnamesischen Grenze, weil unser Visum läuft ab und wir haben einen E-Visa-Antrag gestellt und haben den sogar schon durch. Das heißt, wir können ganz smooth über die Grenze von Laos nach Vietnam. Wir gehen jetzt erstmal frühstücken und danach machen wir uns auf Richtung vietnamesische Grenze. Wir haben nämlich noch 2-3 Tage, bis wir rüber müssen. Und so gucken wir uns einfach hier noch ein paar Dörfer an. Die sind nämlich die besten, nicht die Stadt an sich. Und vertraut nicht dem Reiseführer. Wir haben ein Dorf gesehen, das hat dem nicht entsprochen, was da drin stand. Pak Son. Wasserfall. Müsst ihr mir jetzt einfach mal glauben. Das sind Teacup-Schweinchen. Hey, komm mal her. Komm mal her, kleines Schweinchen. Komm mal her. Hi. Oh, du bist ja süß und knuffelig. Renn doch nicht weg. Komm zurück, Arschloch. Wir haben uns jetzt hier eine Nudelsuppe bestellt. Und irgendwie soll man hier auch schlafen können in dem Ding. Sieht so aus. Ein paar Matratzen liegen da drin. Die wollen
60.000 Kip haben pro Person, um in diesem Nichts zu schlafen. Ein Hauch von Nichts. Also da ist keine Steckdose, da ist kein Bad. Ja, wenn wir mal vergleichen, also wenn Olga und ich da drin schlafen, dann wären das 120.000 Kip. Und in diesem anderen Gästehaus, wo wir gerade waren, haben wir 110.000 bezahlt und hatten ein eigenes Badezimmer, alles war gefliest, ein richtiges Bett. Also manchmal irgendwie passt es mit den Preisen hier nicht. Aber wir wollen ja hier auch nicht schlafen. Von daher müssen wir das ja nicht bezahlen. Wir warten jetzt auf unsere Nudelsuppe und dann geht's weiter. Nach gefühlter Ewigkeit haben wir nun unser Essen bekommen. Wir haben mal wieder vergessen, von Anfang an zu filmen. Also das hier war mal eine ganze Ananas, die haben wir schon fast aufgefuttert. Und wir haben uns noch Nudelsuppen bestellt und schaut mal, wie riesengroß die Portionen sind. Das hätten wir nicht bedacht und hätten uns sonst nur eine Portion bestellt, aber... Ja, es hat halt nur eine Stunde gedauert, war diese Nudelsuppe hier. Aber das Restaurant ist auch im Reiseführer ausgeschrieben als vegetarisches Restaurant. Und trotzdem riecht und schmeckt diese Nudelsuppe nach Wurstwasser. Ich habe in der Küche geguckt und da ist keine Kühltruhe und kein Kühlschrank. Also ist da auch nirgendwo Fleisch. Ich frage mich jetzt, wie sie es hinkriegen, dass das Ding nach Wurstwasser schmeckt. Fleischesser würden hier nichts vermissen. Kleine Pause, und zwar wegen dem hier. Seht ihr den Verrückten? Hey, das war ein Spaß da drüben. Da ist alles voller Schlamm und Sand. Nach unserem 7-stündigen Roadtrip endlich angekommen in Atapu und haben sogar schon ein Gästehaus gefunden und uns hier gleich muckelig gemacht. Es sieht aus, wie als hätte eine Bombe eingeschlagen. Aber unser Moskitonetz haben wir auch schon aufgebaut. Ich zeige euch mal das Zimmer. Moskitonetz. Unordnung. 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 Jo, und wir werden jetzt hier noch ein bisschen abhängen und dann sehen wir uns wieder, wenn wir zur Grenze fahren. Gute Nacht. Ja. Oder guten Morgen. Seht ihr den Verrückten?